Wir sind hier in der Essinger Ringstraße und es wird der Steg an der Frauenkirche abgebrochen. Es gibt immer Schwierigkeiten bei solchen Abbruchmaßnahmen. Wir haben hier eine Spannbetonbrücke, 40 Meter lang. Und es hat sich gezeigt, dass es etwas länger dauern wird. Aber geplant ist es, dass morgen früh der normale Straßenverkehr, Busverkehr hier wieder stattfindet. Es wurden keine speziellen Materialien verarbeitet. Es ist einfach so, dass die Betonfestigkeit und der Widerstand doch relativ groß ist und der Spannstahl entgegen den Annahmen noch in einem sehr, sehr guten Zustand ist. Jetzt sind es im Moment 7 Leute. Gut, die Firma BK Abbruch hat 2 große Meißelbagger und einen kleinen Bagger. Und mit den 2 Meißelbaggern wird die Brücke in kleine Stücke zerlegt und dann abgefahren. Und in Essingen-Brühl ist ein Lager, wo dann der Material zerstückelt wird und dann wieder als Recyclingmaterial eingesetzt wird auf anderen Baustellen.